Guten Morgen! Heute ein Thema, was mir wieder besonders am Herzen liegt. Da ich in meinem Familien- und Freundeskreis ganz häufig die Einstellung, wenn man schwer krank wird, erlebe, dass man unzufrieden ist und sich ja, in eine Art Opferhaltung versetzt. Doch jede Krankheit hat einen Grund und ob man ihn kennt oder nicht, das ändert nichts an dieser Tatsache. Wenn man sich mit dem HIV-Virus angesteckt hat, dann weiß man in aller Regel, was der Grund war. Beim Krebs hingegen weiß man es nie wirklich mit Sicherheit nach aktuellem Status. Aber was immer gilt, ist die Tatsache, dass es einen Grund gibt. Schwere Krankheiten sind keine willkürlichen Schicksalsschläge, sondern sie folgen einer oft für den Menschen nicht erkennbaren Logik. Das bedeutet, irgendwas ist der Auslöser für die Krankheit. Bei Krebs sind es nach derzeitigem Stand der Wissenschaft 90 bis 95% exogene Faktoren, also Faktoren, die nicht in der Genetik liegen, sondern vermeidbar gewesen wären. Siehe dazu auch mein Video zum Krebs und warum ja, wir meistens selber schuld daran sind. Natürlich passt das den meisten ja, Leuten nicht, denn die Schuld auf andere zu schieben ist immer leichter als sie bei sich selber zu suchen. Obwohl der Zusammenhang, dass exogene Krankheitsfaktoren der Hauptauslöser von Krebs sind, nicht unbedingt bedeutet, dass es bewusst vermeidbar ist. Das muss man auch dazu sagen. Denn oft wissen wir einfach nicht, dass ein Zusammenhang zwischen Krebs und irgendeinem Verhalten existiert. Es wäre also per se vermeidbar, aber realistisch betrachtet kann man sich da auch keinen Vorwurf machen. Aber die Tatsache, dass es einen Grund gibt, sollte das Interesse wecken und man sollte sich klar machen, dass mit dieser akzeptierten Kausalität man Erfahrungen sammeln kann und der Wahrheit des Lebens näher rückt. Jede Krankheit mit ihren Schmerzen und ihrem Leiden gibt ein ganz klares Feedback über das vergangene Handeln. Wenn man also Knieprobleme hat, dann hat man aller Voraussicht seine Knie in irgendeiner Weise zu sehr oder falsch belastet und kann aus dieser Erfahrung und zum Beispiel dem Umstieg auf den Ballengang mit Barfußschuhen, siehe dazu auch mein Video in den Infokarten, ja, eine neue Erfahrung machen und diese dann seinen Kindern weitergeben. So entwickelt sich die Menschheit auch immer weiter und der Prozess der Erkrankung ist ein wichtiges Tool, um den Menschen an sich besser zu verstehen und auch sich selber besser zu verstehen. Ja, versucht Euch von diesem egozentrierten Leid über die aktuelle Situation der Krankheit zu lösen und seht die Erkrankung und den oft damit einhergehenden Schmerz als Hinweis darauf, dass etwas nicht so läuft, wie es von der Natur konzipiert laufen sollte und seid dankbar für diesen Hinweis. Diese Thematik habe ich auch schon in dem Video zum Schmerz angesprochen, auch oben in den Infokarten. Selbst wenn ihr nicht versteht, warum sich in Euch eine Krankheit gebildet hat, so akzeptiert diese Krankheit als eine Folge Eurer Lebensentscheidung und ändert Euch. Und wie sollt ihr Euch ändern, wenn ihr nicht wisst, was der Grund ist? Das werden sich jetzt einige fragen und die Frage ist berechtigt. Die Antwort darauf ist, dass man ja, Dinge einfach anders macht, die sich besser anfühlen und die sich von bestehenden Verhaltensweisen unterscheiden. Manchmal kann man das auch konkret, weiß man es konkret, wenn man zum Beispiel Lungenkrebs hat, dann ist eine ganz starke Korrelation zum Rauchen. Dann kann man damit aufhören. Aber wenn man es nicht weiß, dann muss man irgendwas, was man fühlt, ändern. Aber auf jeden Fall sich ändern. Einfach anfangen, Dinge anders zu machen. Anders zu essen, anders zu denken, anders zu leben, anders zu lieben. Die Welt mit anderen Augen zu sehen. In sich selbst gehen und selbst sich selbst auch finden und die Umstände ändern, die einen krank gemacht haben. Und wer jetzt denkt, dass man dafür stundenlang meditieren oder hunderte Sachbücher lesen müsste, der irrt. Alles was ihr tun müsst, ist loslassen, was Euch bisher ausmacht. Einfach frei zu werden von dem Ballast Eurer Vergangenheit. Dazu gehört, sich von Personen, wo ihr genau spürt, dass sie Euch nicht gut tun, endlich zu lösen, egal ob das Familie, Partner oder sogar Freunde sind. Dazu gehört, sich von einem Beruf zu lösen, der sich nicht gut anfühlt und, ja, und nicht da zu verweilen, weil man zum Beispiel bereits die Karriereleiter nach oben geklettert ist und wieder von unten anfangen müsste. Ne? Dazu möchte ich Euch auch noch mein Video über die Altersvorsorge oben in den Infokarten ganz intensiv ans Herz legen. Wer auch im Alter noch gezwungen ist zu arbeiten und aktiv zu bleiben, der hat ein längeres und auch ein zufriedeneres Leben. Natürlich nur dann, wenn er seine Arbeit nachgeht, wenn er die mit Freude macht. Das ist natürlich Voraussetzung. Ne? Hört auf Euer Herz. Ich habe die Erfahrung gemacht von einem Job, wo ich monatlich mehr als die Bundeskanzlerin verdient habe, nun einen Job zu machen, wo ich nicht einmal weiß, ob ich davon überhaupt leben werde können. Aber ich sage Euch,
Das ist die richtige Entscheidung für jeden von euch. Genau wie einige Seefahrer Angst vor der Entscheidung gehabt hatten, an den Rand der Erde zu segeln, weil sie ja runterfallen könnten, verstehe ich auch die Angst derer, eine gute Stellung aufzugeben und, ja, und das zu tun, was sie lieben. Aber es ist das Richtige. Auch wenn es finanziell sich nicht rentiert. Aber eure Arbeitszeit ist oder wird zu Lebenszeit und damit hört ihr auf, funktionierende Automaten zu sein, sondern ihr macht das, was jedes Lebewesen auf dieser Erde außer der Mensch macht. Leben. Also macht euch bewusst, dass es einen Grund für eure Krankheit gibt. Wenn ihr etwas stark vermutet und was der Grund dafür sein könnte, dann könnt ihr das konkret ändern. Wenn ihr das nicht wisst, also was der Grund sein könnte, dann befreit euch von Ballast, der euch nicht gut tut, was ihr spürt. Ändert Dinge in eurem Leben und vor allem lasst los. Nicht viel machen, nicht anfangen zu meditieren oder anfangen Bücher zu lesen oder sonst was. Lasst los, das ist der erste Punkt. Lasst los und holt nicht noch mehr in euch rein. Ne? Und ja. Entscheidet auch ohne Rücksicht auf gesellschaftliche Verträglichkeit oder auf eure erlernten Überzeugungen. Denn was euch die Krankheit gebracht hat, waren eben nämlich genau diese Lebensentscheidungen, die auf euren bisherigen Überzeugungen basieren. Der Arzt wird die Krankheit eventuell besiegen, aber nicht dessen Ursache. Und entsprechend wird bei gleichbleibendem Leben die Krankheit wieder an anderer Stelle irgendwo hervorbrechen. Krankheit bedeutet meist entweder sein Leben zu ändern oder die Konsequenzen seiner Handlung zu akzeptieren. Die Krankheit ist nicht das Schlimme, sondern das, was die Krankheit verursacht hat und das liegt in den meisten Fällen bewusst oder unbewusst in eurer Verantwortung. Ich hoffe, ich konnte diejenigen, die eine schwere Krankheit haben, etwas ermutigen, Selbstverantwortung zu übernehmen. Denn selbst wenn eine Krankheit genetisch bedingt ist oder wäre und ihr die Verantwortung dafür ungerechtfertigt übernehmt, kann es nicht schaden, denn das positive, aktive Denken dazu führt, sich besser zu genesen als eine Opferhaltung, das ist keine neue Erkenntnis. Ne? Und da man nie genau wissen kann, was der Wahrheit entspricht, ist es besser, ja, im Endeffekt für alles die Verantwortung zu übernehmen und quasi die maximalen Heilungschancen damit zu generieren. Als dass man ja, der Wahrheit, dass man einfach vielleicht auch mal Pech gehabt hat, nicht gerecht zu werden. Es gibt keine bessere Entscheidung als die Verantwortung für eure Krankheit zu übernehmen. Lernt aus eurer Erkrankung, übernehmt Verantwortung und ändert euch. Ich wünsche euch nur das Beste und wir sehen uns morgen. Euer Christian. Tschüss.